Jo Leute, wir wollen jetzt rausfinden, was es mit dem Drachen auf sich hat, der hier die ganze Zeit rumkurft. Ich hoffe mal, er ist jetzt nicht böse und wir müssen so gegen ihn kämpfen, weil sonst habe ich ehrlich gesagt ein schwerwiegendes Problem. Mir fehlt's nämlich am Material. Und hier in der Nähe ist ein Schrein. Den habe ich bereits gefunden, wo der ist. Er ist sehr, sehr leicht versteckt. Er befindet sich lediglich hinter dem, in Richtung von dem Kamel. Und hier ist auch einer. Ich habe 3 ausfindig gemacht. Ganze 3. Und nicht mal schwierige oder irgendwie sowas. Die sollen ganz leicht sein. Irgendeiner war eine Kampfprobe. Das ist mir ehrlich gesagt auch nur recht. Weil dann kriege ich endlich wieder antike Waffen. Konkurrent für die Göttin. Irgendwo gibt es ein Wesen, das dir ebenfalls dabei helfen kann. Ja, das Wesen würde ich gerne mal finden. Himmelsstürmer. Aha. Okay. Ach so. Ich verstehe es schon, ja. Das ist ein sehr, sehr einfaches Rätsel. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt. Oh! Da muss man so schon richtig stehen. Aha, okay. Naja, sicher, sicher für den Fall, dass ich jetzt verkacke, heile ich mich halt natürlich. Wäre ich ja dämlich, wenn ich es nicht tun würde. Gibt's da irgendeinen Trick dazu, oder? Ja, also das hat funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es richtig war, aber es war auf jeden Fall einmal schon irgendein Ansatz. Der Rest ist eigentlich ziemlich wurscht, oder? Himmelsstürmer, ja, das heißt nur so, ne? Ja, war ganz nett. Also Leute, der Schrein war wirklich okay. Kann ich nichts sagen. Immerhin, ich habe weitere 4 Zeichen der Bewährung in Aussicht. Also 2 Schreine habe ich noch auf Lager. Und ich hoffe, ich kann herausfinden, was mit diesem Blitzdrachen los ist. Es gibt ja 4. Nein, oder? Ich glaube, es gibt 4. Es gibt den Sturmdrachen, es gibt den Eisdrachen. Dann gibt es den Laberdrachen, den haben wir noch nicht gesehen. Den Sturmdrachen haben wir gesehen. Zumindest ist da jemand der Meinung. Mark war nämlich der Meinung, einen Sturmdrachen gesehen zu haben, als er offscreen trainiert hat. Und er meinte auch, dass der in den Folgen auch schon mal vorgekommen ist. Ja.
Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sehe nur, dass der hier scheinbar oder zumindest noch keine Probleme hat. Oder zumindest habe ich noch keine Quelle gefunden, die das mir sagen würde. Ich meine, es gibt mehrere Inseln, wo das geht. Achso, ich habe keine Lanze mehr. Okay, gut, das erklärt was. Weg damit. Weil ich denke nicht, dass ich den beschießen soll. Das wäre nämlich auch leicht unlogisch. Nö. Das ist nicht das Rätsels Lösung. Egal. Es gibt ja immer noch einen Schrein, den ich nie gelöst habe, und das ist der mit den Fackeln. Ich habe zwar eine Lösung gesucht, ich bin aber nie dahinter gekommen, wie es tatsächlich geht. Ist natürlich dementsprechend schlecht, kann ich schon verstehen, aber es ist mir einfach zu schwierig. Ich habe ja wirklich solche Rätsel gern. Ich habe ungefähr 4 Stunden nach einer Lösung dafür gesucht. Und die Schreine, die ich jetzt noch in Aussicht habe, Moment, wo sind die? Ja, da hinten gibt es auf jeden Fall noch wo einen. Also, Karte. Da hinten. Ich schätze mal, hier könnte es noch einen geben. Das ist sehr, sehr weit hinten. Aber das Gebiet von vorher, also... Ach so, ne, Blödsinn, das ist ja die Wüste. Peri von Firone, Meer von Firone, das ist ungefähr unser Gebiet. Da hinten war der zweite Dungeon, den ich gesehen habe. Ja, Schrein, Dungeon, ist auch egal. Und Nummer 3 war dann irgendwo hier drin. Ah, ich sehe ihn sogar schon. Das ist das Gebiet, das an Firone angrenzt. Ich habe jetzt nicht unbedingt eine Ahnung, welches Gebiet welches ist. Aber es sollte noch zum See gehören. Also zum Hylia-See. Naja, er schlägt sogar schon aus, also da vorne ist der Schrein ja schon. Firone Waldmündung. Ich frage mich, hier trifft man nicht oft andere Reisende. Wo soll's denn hingehen? Nach Osten. Ja, wenn dein Weg dich nach Osten führt, willst du bestimmt zu den Floria-Fällen. Angeblich haust dort eine Kreatur, die wie eine riesige Schlange aussieht. Ich bin in Richtung Peri von Firone unterwegs. Ich habe meine Gründe. Vor einem Jahr habe ich mein geliebtes Pferd verloren. Und in der Prärie von Firone soll es eine Quelle geben, an der man Pferde wieder zum Leben erwecken kann. Pff, Link, magst du vielleicht die Pona wiederholen, ne? Das, so hieß ja, glaube ich, sein... Ja, so hieß sein Pferd damals. Das weiß ich sogar noch. Ich habe jetzt schon längere Zeit nichts mehr mit den anderen Zelda-Teilen zu tun gehabt. Zumindest nicht da, wo man ein Pferd hätte. So, wenn ich jetzt hier weiter reingehe, müsste irgendwo der Dungeon sein.
Ja, Leute. Der eine Reisende von euch hat eh ein Schwert mit. Was seid ihr denn so blöd? Ja, kriege ich wenigstens auch was dafür? Ja, das ist ganz okay. Ja. Das nehme ich sehr gern. Wo war jetzt der Schrein, den ich da erledigen will? Hallo. Das ist jetzt ein bisschen wichtig. Weil ich habe ihn ja von oben schon gesehen. Ich sag's ja, ich hätte direkt hinfliegen sollen. Sieht ja komisch aus. Aber ich will eigentlich hier nach oben. Weil vielleicht kann ich ja irgendwie so den Schrein finden. Also dieses Meta-Ding hat er schon ausgeschlagen. Hallo, komm, gib mir die. Die richtige Ansicht, wollte ich sagen. Wisst ihr was? Ich beam mich wieder auf den Turm, das ist mir zu blöd. Ich weiß ungefähr, wo das war, aber ich kann mich jetzt nicht an die Details erinnern, wo genau. Vor allem, ich hasse es, wenn irgendwas dazwischen kommt. Vor allem, wenn sowas mit Reisenden ist und du musst die da beschützen und weiß Gott nicht was. Oder hat's da irgendwas Spezielles mit dem Dungeon auf sich? Ich meine, es gibt einen Dungeon, der nur unter gewissen Gegebenheiten erreichbar ist, aber ich denke nicht, dass das so einer ist, weil das ist das, also das Gebiet kann man vom Anfang aus erreichen und das wäre eigentlich ein bisschen sinnfrei. Aber ich weiß doch definitiv, dass dort ein Schrein war. Ja, dort sieht man ihn sogar. Okay, gut. Ich weiß, wo er ist. Fixieren. Das ist bei der Felsenklippe dort. Ein Moment, das ist links von mir. Gib da die rote Markierung mal hin. Also es hat schon gestimmt, wo ich hingeflogen bin. Ja, da vorne ist er ja. Ich weiß nicht, warum dieses Meter vorher nicht ausgeschlagen hat. Also diese Anzeige. Das sollte... Ja, genauso wie jetzt. Das sollte sie tun. Nur es hat sie nicht getan. Weil ich war ja hier in der Nähe. Ich war sogar wirklich in der Nähe. Ich sag's ja zuerst, die Dungeon. Ich hoffe, dass der halbwegs schnell über die Bühne geht. Pumanito-Schrein. Ja, Maxi-Rübe. Ah, hier ist hier noch irgendwas Interessantes.
Ja, ich müsste mir dann mal wieder ein paar Schwertbananen zusammensuchen. Und die findet man am besten in dem Wald dort hinten. Also noch hinter dem, dann beginnt ja schon das Waldgebiet Fyron. Ich nenne es halt immer Firone, weil es mir ehrlich gesagt eingedeutscht finde ich sogar besser. Aber das muss jeder vom Geschmack her für sich selber wissen. So, wenn der Schrein jetzt so einfach ist wie der davor, dann ja. Sehr gut. Falls nicht, könnte problematisch werden. Vor allem, weil ich ja nur mehr 10 Minuten Zeit habe. Oh, es ist eine Kampfübung. Gut. Ein Nanowächter mit einer Waffe, welche? Schwert und Schild. Also unser stärkstes Schwert hat 30. Kommst du? Scheiße. Kommst du? Ja, da. Jetzt macht er das mit dem Laser. Ich fasse es nicht. Okay, gut. Ich hätte mir wenigstens erwartet, dass Link das schafft. Da. Komm endlich her. Okay, gut, wie du willst. Und ich glaube, oh, er macht es sogar nicht mal so oft. Und fertig. Ja, das war jetzt ehrlich gesagt geschenkt. Meine Waffentasche ist auch voll. Okay, gut, den Standard-Wächterschild, den nehme ich auch schon nicht mehr mit. Was ist denn das neue Wächterschwert? Ah, ein Standard. Ja, ist ganz nett. Braucht es aber nicht so oft. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich mich mehr konzentrieren muss. Jetzt habe ich gar nicht so viel geredet. Okay. Was haben wir in der Waffentasche, was keine Sau braucht? Das hier. Ja, so 8 ist doch doppelt so hoch, ne? Ja, die labern immer dasselbe. Das ist schon egal. Ja, wenn ich den einen Dungeon jetzt tatsächlich noch packen würde. Dann kann ich im nächsten Part den anderen machen und dann haben wir unsere 12 Herzen zusammen, oder? Ja. Ich hab mal 12. Wäre nicht so schlecht. Zum Glück habe ich morgen einen äußerst kurzen Tag. Ich hasse es, wenn ich lange irgendwo sitzen muss. Und muss sagen, ich mache zwar nicht allzu gerne was draußen, aber ich hab's dann doch eher mit der liegenden Position. Die habe ich sehr gerne.
Da schüttet's aber wie sein, Mann. Ja, gut, jetzt hört's dann eh gleich wieder auf. Aber trotzdem. Sauwetter. Ja, jetzt würde man den Dungeon zum Beispiel mitten im Wald wahrscheinlich nicht drinnen sehen. Aber der da hinten glüht halbwegs schön. Ja, das ist ja wieder so ein Stahl. Da, also so ein Schrein beim Stahl halt. Es gibt ja verschiedene Ställe, bei denen halt jeweils zumindest ein Schrein ist. Ich hatte schon mal einen, da waren zwei. Da wart ihr hoffentlich auch dabei. Du hältst die Klappe. Und die 5 Holzpfeile, die sind gut, wenn du die liegen lässt. Herzlichsten Dank. Alter, ist das gut verteidigt. Ist hier ein Lager von denen oder ist hier irgendwas Spezielles? Nö. Ist nichts Spezielles da. Ich hoffe, da gibt es wieder so einen Terry-Händler. Oder ist das jetzt eine feindliche Stahlung? Will ich zumindest nicht annehmen. Und irgendwer meinte, man kann auch auf Hirschen und Ziegenböcken reiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber auf Ziegenböcken geht das bestimmt nicht. Ganz, ganz bestimmt nicht. Stahl der Hochebene. Ja. Holzkelle. Ah, okay, gut. Wir sollen im Auftrag dafür die Banditen erledigen. Die Banditen der Prärie. Ja, die machen wir dann im nächsten Part oder je nachdem, wie schnell ich jetzt bin, kann ja sein, dass das wieder so eine Kampfprobe ist. Was sollen eigentlich diese ganzen japanischen Namen? Ich meine, wäre das so schwer gewesen, die zu übersetzen? Das wirft irgendwie so einen Schatten auf das Spiel. Ist eigenartig. Mag ich nicht. Neue Wege. Hoppala. Komm schon, das muss jetzt schnell gehen. Ich will endlich pennen. Herrgott nochmal. Okay. Na egal, das sollten wir dann doch halbwegs fix hinkriegen, ne? Ach, was willst du denn? Hau doch ab. Ach ja, stimmt. Wenn sich die selber beschießen, bringen sich die ja gegenseitig um. Das habe ich ja total vergessen. Ich habe keinen Platz in meiner Tasche. Was ist denn da drinnen? Was Schlechteres. Sogar in Haltbarkeit ist er erhöht. Gut, sehr schön.
Ach so, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wie das gehen soll. Hab's schon kapiert. Okay, gut. Kein dein Ernst jetzt, dass das Ding überlebt hat? Na egal. Ja. Okay, gut, das muss jetzt fix gehen. Natürlich, er tut natürlich alles, um mich aufzuhalten. Völlig logisch. Und ab damit nach vorne. Ja, sehr schön. War ganz okay. Ja, kann man lassen. Jo Leute, dann verabschiede ich mich, habe die Gaming Engineers und bis zum nächsten Mal.